wir hiermit was machen? In Ordnung. Ach so, ah. Sie brennt. Aber ich muss mich beeilen. Sie wird nicht ewig brennen. Mach schneller. Und rein damit ins Loch. Also dann, ganz vorsichtig. Okay, das muss ich mir merken, wenn ich mal irgendwo eingefärcht bin. Ein höllisches Zeug. Das Fiese ist, dass es ohne Sauerstoff brennen kann. Man kann es also zum Beispiel nicht unter Sand ersticken. Und wenn man Wasser draufkippt, spaltet sich das Wasser durch die Hitze auf und es entstehen Wasserstoff und Sauerstoff. Sogenanntes Knallgas. Mhm. Alles explodiert und 1000 Grad heiße Tröpfchen fliegen durch die Gegend. Es gab schon eine Reihe schwerer Unfälle. Das ist also wirklich nichts für den Hausgebrauch. Aber das hier war ein Notfall. Gut, das war die Belehrung für die kleinen Kinder. Also nicht nachmachen, wissen wir alle Bescheid. Es sei denn, wir sind in einem Bunker gefangen von irgendeiner Ordensorganisation, die uns umbringen möchte. Ich mach erstmal das Licht an. Natürlich. Gut, dass du so gut im Dunkeln siehst. Das war ja einfach. Mhm. Das ist ein... Keine Ahnung, was das ist. Aha. Hier steht, das ist ein Schlauchboot mit einer eingebauten Pressluftkapsel. Man zieht an der Reißleine und das Schlauchboot bläst sich innerhalb von Sekunden selber auf. Muss damals der neueste Schrei der Technik gewesen sein. Toll. So. Ein alter Karton. Mal sehen. Glühbirnen? Es sind immer Glühbirnen hier drin. Magnesiumfackel. Ach so, okay. Die nehme ich mit. Fast dasselbe. Macht auch Licht. Magnesiumfackeln leuchten sehr hell und können auch unter Wasser brennen. Taucher benutzen sie in großen Tiefen, in denen normale Lampen kaputt gehen würden. Mhm. Okay, wir haben das Boot in die Hosentasche verfrachtet. Interessant. Aha. Ein Wasserschlauch. Ziemlich dick. Von der Art, wie die Feuerwehr ihn benutzt. Nein. Oh Gott. Er tut es wirklich. Vermutlich liegt er schon viele Jahre hier. Allzu viel dürfte er nicht mehr aushalten. Ist so unglaublich. So, dann wollen wir uns doch mal hier die Spinde anschauen. Der Metallspind dürfte wie das meiste hier etwa 50 Jahre alt sein. Mich wundert, dass das alles noch so gut erhalten ist. Vermutlich halten die dicken Wände schädliche Einflüsse fern. Mhm. Da ist ein Kästchen. Was ist das denn? Mhm. Ach so. Das sind Kabel mit Zündern. Vermutlich für Dynamit. Ich nehme eins der Kabel mit. Mehr Kabel brauche ich momentan nicht. Hm, okay. Dann nehmen wir zuerst den ersten Spind. Was haben wir denn hier? Das ist... Wow! Dynamitstangen! Ob 50 Jahre altes Dynamit noch funktioniert? Oder ob es zu gut funktioniert und mir in den Händen explodiert? Hm, wer weiß. Also gut. Die zweite Stange lasse ich erstmal hier. Ich will mein Glück nicht überstrapazieren. Hm, das kann ich mir gut vorstellen. So, und jetzt der Spind. Oh Mann, ich wette, ich werde das gleich bereuen. Mhm. Stimmt. Ach du Sch... Angelinas Verfolger! Reginald Boris! Er wurde erstochen. Vielleicht finde ich Hinweise, was mit Angelina geschehen ist. Lass es nicht zu. Du musst das Böse aufhalten. Du bist so jetzt... Ach so. Verdammte Scheiße. Das kann doch alles nicht wahr sein. Okay, jetzt ist aber echt tot. So.
So, einen Schreckmoment später. Ja, gucken wir uns jetzt mal hier den Kollegen an. Was ist denn das da in seiner Brusttasche? Tja. Oh Mann. Leichenfleddern. Das fehlte mir gerade noch. Na, vielleicht hat er seine Waffe am Start. Aber wenn es Angelina hilft. Ich muss da jetzt durch. Mach. Mit dieser Zimperlichkeit, mein Gott. Klingt wie ein Gedicht. Aber das hier ist nur die Hälfte. Der Zettel ist zerrissen. Jahre schon. Seinen Sohn. Seinem Blut. Ne Wut. Vor Gericht. End in Sicht. Mhm. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich steck den Zettel ein. Ja, Zettel sind immer brauchbar. Und da ist noch etwas. Isolierband. Das war's. Mehr gibt's hier zum Glück nicht zu holen. Er hatte Isolierband in der Tasche? Interessant. Mit dem Kompressor dürften früher die Druckluftflaschen betankt worden sein. Hat seine besten Tage schon hinter sich. Sieht aber noch nicht schrottreif aus. Naja, Ansichtssache. So, können wir damit vielleicht schon mal hier das Bötchen? Okay. Den Schlauch? Nein, okay. Gut. Gut, dann nicht. Ja, ich glaube, die Hebel probiere ich gleich mal aus. Ja, das muss ich auch. Ich mach erstmal das Licht an. Ja. Die Leute, die in diesem Bunker gehaust haben, scheinen die Hälfte hier gelassen zu haben. Hm. Hier liegen Flaschen, Bretter, Kisten, Rohrteile, Kartons. Alles Mögliche. Bretter, eine kaputte Lampe und ein altmodischer Zündapparat. Wo ist der Zündapparat? Ich sehe ihn nicht, aber okay. Das ist so ein Ding zum Zünden von Sprengladungen, wie man sie früher in Bergwerken. Man dreht an der Kurbel und baut damit elektrische Spannung auf. Per Knopfdruck wird dann eine Zündkapsel am Ende eines Kabels gezündet. Mhm. Und wir haben ja eine. Ich glaube, es macht mehr Sinn, erst das Dynamit zu platzieren und den Zünder in die Stange zu schieben. Falls hier beim Apparat dann etwas schief geht, bin ich wenigstens weit weg von der Explosion. Mhm. Das macht Sinn. Die Kiste sieht schon ziemlich klapprig aus. Nicht mehr lange und sie wird von allein zusammenfallen. Nichts Interessantes zu... Okay. Luke. Eine Druckluke, wie man sie aus U-Boot-Filmen kennt. Sieht alt aus, ist aber noch nicht verrostet. Ja, mach auf. Mal sehen. Ist nicht zu erkennen. Es riecht nach schalem Wasser und Rost. Das könnte hier so eine Art Wasserspeicher oder Tank oder sowas sein. Okay. Schick. Ein Betonträger. Er befindet sich ziemlich direkt über der Luke. Sieht auch sehr stabil aus. Hoffentlich bricht oben der Boden nicht ein, wenn ich drüber laufe. Aber ich denke, eine Person dürfte er auch ohne Träger locker aushalten. Wer weiß. Hoffentlich bricht oben. Was für eine Ekelbrühe. Noch eine Luke. Ja. Hier scheint die Wand ausgebessert worden zu sein. Warum auch immer. Macht vielleicht. Okay, damit können wir also nichts... Ach, Handschuhe. Hier liegen ein paar Handschuhe und ein Schraubenschlüssel.
Ich nehme beides mit.